Hi und herzlich willkommen, ich bin Dominik und normalerweise zeige ich euch hier ein paar Hot Wheels oder andere Modellautos Maßstab 1:64. Da wir aber momentan alle sehr viel zu Hause sitzen, habe ich da mal was gebastelt. Vielleicht könnt ihr mit den Tipps und Tricks was anfangen und selber ein Diorama basteln oder wie auch immer. Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und nein, ich bin kein Streikbrecher, ich war bloß gerade da hinten beim Gelben Riesen und habe eure Pakete weggebracht, denn das ist weiterhin möglich, dass ihr bei mir bestellt und ich das Ganze verschicke. Und für alle, die jetzt unter der Kurzarbeit oder sonstigen Folgen leiden, habe ich geguckt, was kann ich machen, dass Ostern vielleicht trotzdem noch ein bisschen schöner wird. Kann ich euch 15% Rabatt aufs komplette Sortiment geben. Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann wollen wir jetzt mal loslegen. Also ich habe mir eine Hartschaumplatte besorgt. Die schneide ich jetzt erstmal in drei Streifen. So zeichne ich natürlich erstmal die Maße an, die ich brauche. Ich habe mich in dem Fall jetzt nach einer Kiste gerichtet, wo das Diorama quasi im Normalfall parken wird, wenn ich es gerade nicht brauche. Man könnte bestimmt auch Holz, Pappe, anderen Kunststoff oder was auch immer nehmen. Ich habe mich aber für die Hartschaumplatten entschieden, weil ich mit diesem Diorama in Zeiten nach Corona eigentlich gerne wieder mehrere Treffen, Messen und so weiter abklappern wollen würde. Und deswegen habe ich halt Hartschaumplatte genommen, da die nicht so verzugsfreudig ist, sage ich mal. Im Gegensatz zu Holz zum Beispiel. So, nach dem Anzeichnen wird es auch in Stückchen geschnitten, portioniert sozusagen. Und warum es drei Platten wären, sehen wir auch gleich. Also kann ich eine größere Klebekante oder Klebefläche vom Boden zur Rückwand sozusagen erzielen. Und das Ganze wird dann etwas stabiler. So, wichtig ist bei den Hartschaumplatten, die haben noch so eine komische Folie drauf, die muss natürlich runter, sonst gibt es beim Verkleben Probleme. Das Olle bei Hartschaumplatten ist, die sind meistens schon etwas vorbeschädigt, da sie nicht wirklich unempfindlich sind. So, und hier sehen wir meinen Plan. Die Rückwand wird quasi so versetzt, damit unten an der Kante genug Klebefläche ist. Dazu nutze ich jetzt erstmal den Kleber, um die Rückwand quasi doppelt auszuführen. Und für Hartschaumplatten gibt es so einen geilen Kleber von Uhu Allplast oder Allplast, wie auch immer nennt er sich. Ich mag eigentlich nicht unbezahlte Werbung machen, aber gut, in Zeiten von Corona ist einiges anders. Der Kleber hat sich auf jeden Fall bewährt, weil Hartschaum ist immer so ein bisschen kompliziert mit Bekleben oder Kleben. So, jetzt wird das Ganze nochmal in Form gebracht und so wird es jetzt gelassen zum Trocknen. Eine weitere Rückwand habe ich jetzt, ein weiteres Stück Rückwand habe ich jetzt nochmal portioniert und das wird die erste Häuserwand dem Diorama oder Hauswand. Dazu male ich Türen, Fenster und alles ein an, was denn später quasi das Haus imitieren soll. Und nachdem das Ganze angezeichnet ist, wird es dann halt auch entsprechend ausgeschnitten mit einem Cuttermesser. Man könnte es auch mit einer Säge machen, hatte ich jetzt gerade nicht hier. War ja quasi ein Projekt im Homeoffice. So, nochmal eine Tür, ein Fenster. Und da ich ein bisschen Höhe brauche, um mit verschiedenen Kamerawinkeln arbeiten zu können, gibt es noch eine zweite Etage, kommen nochmal ein paar Fenster rein. Ja, nachdem alles angezeichnet ist, wie gesagt, mit dem Cuttermesser schneide ich es entsprechend aus. Dabei muss jetzt noch nicht ganz so sauber gearbeitet werden, weil die Hartschaumplatte, die jetzt die Hauswand wird, kriegt quasi noch eine Fassade. Aber dazu kommen wir etwas später.
Jetzt wird erstmal ausgeschnitten. Besorgt euch eine vernünftige Unterlage, ihr müsst nämlich durchschneiden, sonst kriegt ihr nachher vielleicht Ärger von der Frau, wenn ihr den Tisch zerschnitten habt. So eine Bastelunterlagen findet man auch im Internet. Ich habe meine bei... Ja, ich habe meine offline gekauft, aber offline ist alles momentan etwas schwierig. Alles, was mit Spielzeug und Basteln zu tun hat, ist ja gerade nicht wirklich offen. Aber eigentlich findet man alles online. Auch Hartschaumplatten kann man online bestellen. Ich hatte jetzt quasi das Glück, dass ich mich vorher schon eingedeckt habe, da ich diese Dioramen eigentlich schon länger bauen wollte, aber irgendwie immer nie Zeit hatte. Jetzt hatte ich das erste Wochenende zu Hause, komplett zu Hause hinter mir und dachte mir so, alles klar, fangen wir mal an zu basteln. So, da haben wir die Fassade. Das ist eine Mauerpappe quasi von der Firma Faller. Hinten schön mit Millimeterpapier Aufdruck, dass man es passend zuschneiden kann. Das meiste von dem, was ich jetzt benutzt habe, ist aus dem Modellbahnsektor für die Spur H0 oder hier in dem Fall die Mauerplatte für N. Also N finde ich gerade sehr optimistisch, weil das wäre Maßstab 1 zu 160, aber die Ziegelsteine auf dieser Platte sind doch recht riesig. Ich will nicht wissen, wie groß sie für eine Person in N wären. Aber gut. So, die Hartschaumplatte hat jetzt Kleber abbekommen. Das Ganze wird jetzt auf die Kante geklebt. Und dann wird natürlich auch die Fassade zugeschnitten. Fenster und Türen werden dann ausgeschnitten. Dafür habe ich dann so mal ein Skalpell besorgt. Und das Schöne an dem Millimeterpapier ist, man kann entsprechend arbeiten. Ich habe natürlich so viel Rand gelassen, dass die 3 mm Materialstärke der Hartschaumplatte überbrückt werden können. Also quasi das Laschen sind, die man nach hinten klappen kann, damit es zumindest auf den ersten Blick vernünftig aussieht. Und nicht plötzlich weißer Rand durchguckt. Ja, und wenn ihr in nächster Zeit öfter mal Dioramenbau von mir sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Abo wäre natürlich auch was Feines. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Fenster werden auch so zugeschnitten. Das ist das Ganze... 3 mm Rand ist. Und dann stecke ich hier die ausgeschnittenen weißen Stückchen überall rein in die Löcher, damit die Kanten quasi umgeknickt werden und festkleben können. Und hier unten bastle ich natürlich auch gleich eine Tür. Und weil ich nur 3 mm Hartschaumplatte da hatte, musste ich ein bisschen schälen. Weil die Tür soll ja nun nicht ganz bündig abschließen, sondern etwas versetzt nach drinnen gehen. Und hier baue ich jetzt noch schnell die Klinke. Ganz schöne Fummelarbeit. Aber die Optik ist ja natürlich umso detaillierter. Auch wenn das bei diesem Diorama wahrscheinlich eher so etwas in den Hintergrund geraten wird, da ja irgendwelche Autos präsentiert werden sollen. So, jetzt kommt noch die Klinke als solches. Das andere ist ja das quasi Schild vom Türschloss. Dicken Kleber drauf. Und dann die Klinke ran. So, dann habe ich das Ganze natürlich auch noch angemalt. Da ich kein Braun da hatte, musste ich mir ein schönes Braun zusammenmixen. Aber ist ja kein Problem.
bisschen grün, bisschen rot, ein bisschen schwarz, damit es nicht so hell wird. Und schon hat man einen Braunton, den man durchaus nutzen kann. Bei den Hartschaumplatten ist natürlich dann das Problem, die Deckung, also die Farbe bleibt nicht wirklich viel drauf haften. Aber ich musste in dem Fall jetzt ein paar Mal rüber gehen, damit das Braun gleichmäßig, halbwegs gleichmäßig ist. Aber ich wollte mich auf Materialien beschränken, die ich gerade da hatte. Und die auch momentan noch relativ leicht zu beschaffen sind. So, und die Tür ist jetzt quasi drin. Und hier kann man es nochmal sehen, an den Fenstern sind auch die ausgeschnittenen Teile drin, damit die Kanten der Mauer nach innen geknickt werden konnten und festgeklebt werden konnten und das Ganze sich nicht gleich wieder löst. Und in der Zeit male ich jetzt noch die Klinke als solches oder das Türschloss als solches noch fix grau an. Und während das Ganze dann trocknet, kümmern wir uns um die Straße und den Fußweg. Da gibt es so Kunststoffplatten, Modellbahnzubehör, natürlich auch im Internet zu finden. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich noch ein paar Links, stellt euch die rein. Ja, und hier haben wir jedenfalls aus dem Bereich H0 eine Kunststoff-Gehwegplatte. Und Maßstab 1 zu 87 und Maßstab 1 zu 64 liegen jetzt nicht so weit auseinander, kann man dafür auch mal nutzen. So, das Ganze musste man noch ein bisschen zuschneiden. Es sind quasi zwei Platten aneinander und vorne ist noch so eine Kante, die da weg muss. Dann hat man noch so eine kleine Bordsteinkante. Und wenn das Ganze dann fertig ist, kommt natürlich auch hier Kleber rauf. So, auch die Rückwand wird jetzt kurz angesetzt, damit man weiß, wie weit der Fußweg nach hinten muss. Und dann habe ich da auch meinen passenden Abstand. So, ein kleines Stück muss noch ran. Aber ist ja kein Problem. Kleber drauf und auch das dann ran. Und dann haben wir auch den Fußweg da. So, es gibt natürlich auch verschiedene Straßenfolien im Maßstab 1 zu 87 von der Modellbahn. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man eine ohne Striche in der Mitte nimmt, weil die Autos in 1 zu 87 doch deutlich schmaler sind als im Maßstab 1 zu 64. Und so würde das bei den Hot Wheels zumindest noch als Einbahnstraße reichen. Und nachdem es in der Länge zugeschnitten ist, wird das Ganze jetzt auf die Hartschaumplatte geklebt. Das ist in dem Fall eine selbstklebende Folie. Es gibt auch andere, auch aus Pappe. Wie gesagt, mit den entsprechenden Klebern kriegt man alles fest. So, und da die Bodenplatte jetzt eigentlich schon weitestgehend fertig ist, baue ich hier eben noch aus Verpackungsresten ein paar Fenster fürs Haus. Vielleicht ein bisschen Klarsichtfolie genommen. Diese wird natürlich auch von hinten angeklebt. Ich muss sagen, auch für die unterschiedlichsten Kunststoffe hat der Kleber echt gute Arbeit geleistet. Egal, was ich versucht habe, miteinander zu verkleben, es hat geklebt, oder es klebt immer noch. So, und dann haben wir das erste Haus quasi fast fertig. Ein paar Fensterrahmen kommen später noch rein. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal ums andere Haus. Dafür habe ich jetzt hier eine verputzte Mauerplatte aus Kunststoff.
Auch hier muss ich den unteren Rand wieder entfernen. So, und dann habe ich mich entschlossen, da kommt ein Tor rein. Garagentor, Liefertor, was auch immer. Jedenfalls wird das Tor jetzt erstmal aus der Mauer ausgeschnitten. Und bei den Kunststoffplatten muss man halt ein bisschen mehr drücken. Da lässt sich Hartschaum doch deutlich einfacher verarbeiten, aber Hartschaumplatte sieht halt nach Hartschaumplatte aus und das sieht nach einer verputzten Hauswand aus. Wie gesagt, es gibt verschiedenste Rückwände aus dem Modellbau aus Kunststoff und auch aus Pappe mit Prägung und allem drum und dran. So, jetzt haben wir hier das Tor drin. Ist noch ein bisschen nackig, aber da kommt noch ein bisschen mit dazu. Und früher oder später werde ich auch noch weitere Details dazufügen. Hier habe ich zum Beispiel noch so einen Feuerlöschkasten in H0 gefunden. Und gerade bei solchen Details fällt es meistens nicht ganz so doll auf, dass es eigentlich aus dem anderen Maßstab kommt. Aber gerade im H0 ist halt im Modellbau, Modellbahn, Fachgeschäften eine Menge zu finden an Zubehör und Klimbim, der so eine Dioramen durchaus aufwerten kann. Also wird das Ganze noch festgeklebt. Und dann wird es wohl eher ein Tor zum Anliefern. Für was muss ich mir noch überlegen? Jedenfalls, um das Tor hinzubekommen, habe ich mir jetzt in etwa angezeichnet, wo der Ausschnitt des Tores auf der Hartschaumplatte ist. Und habe jetzt mit dem Kugelschreiber, Mine natürlich drin, etwas Struktur in die Hartschaumplatte gedrückt, um quasi ein Rolltor zu simulieren. Und nachdem das Ganze fertig ist, wird auch dieses Tor noch angemalt. Hier wieder das gleiche Problem wie bei der Tür vorhin schon. Der Farbe ist so eine Sache für sich bei Hartschaumplatten. Aber ohne Farbe sieht es halt auch doof aus. So, jetzt haben wir die Prägung halt fertig, so ein bisschen gewellt, Farbe drüber. Und den haben wir ein graues Rolltor im Nachbarhaus. So, bei der Rückwand habe ich mich jetzt entschieden, die Fenster noch weiter auszuschneiden, um ein bisschen Dreidimensionalität reinzubekommen, damit es zumindest etwas nach Räumlichkeiten dahinter aussieht. Vorerst habe ich jetzt ein Stück schwarze Pappe hintergeklemmt, aber wenn es mich irgendwann nochmal juckt, dann werde ich vielleicht noch kleine Räume einrichten. Bei mir ist so ein Diorama ja nie wirklich fertig. Jetzt kommt aber erstmal
die Fassade des ersten Hauses auf. Da das Ganze sich ein bisschen wellt, kommt jetzt noch ein bisschen Gewicht drauf. Und nach ungefähr 5 Minuten ist das Ganze auch trocken. Die weiße Häuserwand, oh, Hauswand, wurde quasi genauso aufgeklebt. Hält wunderbar. Ja, und mangels offener Bastelläden musste ich mir jetzt ein paar Streichhölzer organisieren und habe zumindest vorerst damit die Fensterrahmen gebaut. Vielleicht bleiben sie auch, ich male sie noch weiß an, ich weiß noch nicht genau. Aber wie gesagt, so ein Diorama ist bei mir nicht immer fertig oder nicht selten fertig. Irgendwelche Modifikationen kommen hin und wieder dazu. So könnte ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen, dass ich irgendwann mit Strohhelmen noch ein paar Regenrinnen bauen werde, oder zumindest die Fallrohre. Ja, und nachdem das Ganze fertig ist, soweit erstmal, wird das Ganze jetzt mit der Bodenplatte verklebt. Ich habe insgesamt 3 Kanten drin, die eine relativ große Kontaktfläche für den Kleber lassen. Kleber auftragen auf beiden Seiten, dann wird das Ganze zusammengestellt. Das Ganze hat ungefähr ohne die Trocknungszeiten 3-4 Stunden gedauert. Also man schafft das an einem Samstag. Jetzt sowieso, man darf ja nicht wirklich viel raus. Ja, Kleber ist drauf, Hauswand steht. Jetzt steht sie. Ein paar Minuten trocknen lassen und schon ist das Diorama fertig. Vorerst jedenfalls. Wie gesagt, Details kann man immer noch zufügen. So habe ich inzwischen sogar noch ein paar Mülltonnen nachgerüstet. Ja. Und so kann denn die Optik aussehen, wenn man mit einer Kamera mal drauf hält. Und so kann man auch schöne Fotos machen, schöne Videos und so weiter. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wäre ich über ein Like dankbar. Ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag dann auch wieder ein Video über Autos. Welches auch immer, wir werden es mal sehen. Und bis dahin, bleibt gesund und man sieht sich.